Hey, die Black Chest Edition ist da. Ich werde sie jetzt für euch unboxen. So, jetzt nochmal Spaß beiseite. Das ist die Black Chest Edition, die wir bekommen haben, weil wir gewonnen haben den Assassin's Creed Contest auf der Gamescom. Und ich werde das jetzt einfach mal professionell für euch aufmachen. Das ist mein Onkel Herodes Dajemese. Da fangen wir mal an hier mit dem. Steht da eine Adresse drauf? Nee. Mit dem Klebestreifen. Ja, ganz vorsichtig, nicht dass das bis oben gefüllt ist. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier oben. Ja, vorsichtig. Zurück, damit auch alles drauf ist. So, jetzt machen wir das mal auf. Oh. Pappe. Das ist hier zum Schutz, falls man mit dem Messer zu tief rein schneidet, schneidet man dann die Pappe rein. Oh. Guckt euch das mal an. Dead Mental No Tales. Ich pack das jetzt mal aus. Oh, ich bin so ganz aufgeregt, bin ich da immer, wenn sowas ist. Das ist wie Weihnachten. Ganz vorsichtig mit der Taschenmesse. Nun, ne? Oh, was für ein Dial! Meine Frame! Och, Mensch, das ist aber wirklich übelst groß. Also, die Vorderseite wahrscheinlich. Rückseite sieht man, was alles drin ist. Hier der Captain Pirat, schöne Fotos drauf. Oh, unten ist nichts. Oh, jetzt haben wir ein Signal. Moment. Da habe ich eins gefunden. So, wir haben hier Maße von 25 mal 35 mal 30. Irgendwie 43. So. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen die Schutzhülle ganz vorsichtig ab. Oh, ja, das geht hier drin noch weiter. Ach, jetzt haben wir hier die Black Chest. Schön mit Deckel und allem. Ich zeig dir mal von allen Seiten. Unten, wir machen vor nichts wahrscheinlich. So. Ist das liebevoll. Och, jetzt hier. Guckt euch das an. Jetzt hat man hier schon mal den Blick oben rein in die Black Chest. Und da hat man hier schon mal die ganzen. Das Spiel hier, Plastik zum Schutz. Oh, ist das groß, ey. Das Schiff ist ja übelst groß. Ich leg das mal hin und pack das mal ganz vorsichtig aus. Das ist ja wirklich richtig wertvoll. Ich will das jetzt noch gar nicht berühren. Und hier dieses Ganze. So. Nochmal als kleines Maß. Das Onkel Herodes Dajemese ist so groß. Ja. Ich pack das mal ganz vorsichtig weg. So. Was haben wir hier noch? Eine Bauanleitung. Jetzt kommen wir zu dem schönen Kram hier. Oh, so ein stilvolles Einpackungs. Das ist natürlich. So. Hier normal. Das kennt man aus dem Laden, gibt's normal. Kann man dann wahrscheinlich die CD dann hier reintun, wenn man Lust hat. Was ist das? Ein Brief. Hier hat man einen Brief. Richtig mal offen. Hier hat man hier schöne Assassin's Creed Postkarten, die man an seine Freunde verschicken kann. Dann auch entsprechend mit diesem Umschlag. Den Ubisoft drauf. Und live unterschrieben von Eddie.
noch Schönes drin, ganz vorsichtig. Ich traue mich gar nicht, das zu berühren so richtig. Assassin's Creed Büchelein. Abstergo. Ach, mit auch ein Bilderbüchlein mit so Charakteren und Waffen. Das kann ich dann, ich zeige euch mal so ausschnittweise. So. So. Nur so ein paar Ausschnitte, damit ihr wisst, was ihr habt. Wenn ihr euch die Black Chest Edition holt. So. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich meine, das ist eine CD. Der Soundtrack. Geil. Richtig schön. Gibt's auch. Schön, ein Bild von einem Schiff. Das kann man sich irgendwo hinhängen. Ist auch kein irgendwie Symbol oder Zeichen drauf, einfach nur ein schönes Bild von einem Schiff. Das kann man sich wunderbar, kann man seinen Freunden zum Geburtstag schenken, alles. Ach, haben wir so eine schicke Fahne wahrscheinlich. Ich krieg das Bild hier nicht raus, klebt das fest. Ja, da muss ich sagen, haben sie gut gearbeitet. Wie dieser Schnipsel war irgendwie in der Kiste verklebt. Jetzt hat man hier so ein kleines. Das ist natürlich nicht so schön. Haben sie das hier ein bisschen zusammengeklebt, die Leute, die das eingepackt haben. Da muss ich jetzt mal Kritik üben, das ist nicht so gut. Aber man hat jetzt auch ein schönes Bild vom Eddie nochmal. So, das ist jetzt nochmal der ganze tolle Inhalt dieser tollen Black Chest. Das ist richtig toll und ich werde da echt mega viel Spaß mit haben. Auch das hier und ist richtig schön, vor allem für Fans sehr zu empfehlen. Assassin's Creed 4, über die Macht des Meers wegsetzen. Assassin's Creed 4, mit der Klinge Leute verletzen. Assassin's Creed 4, oder mit dem Boot von Strand zu Strand hetzen. Assassin's Creed 4, Eddie sucht im Sand nach Schätzen. Yeah.